Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pangonia. Toll, dass ihr wieder da seid und mich hier unterstützt und toll, dass auch du wieder mit dabei bist. Freut mich sehr. So, es freut mich natürlich auch sehr, dass wir hier mit unserer Siedlung oder mit unserem Dorf so langsam, aber sicher vorankommen. Oder heißt so langsam, aber sicher vorankommen? Was erzähle ich? Wir sind mehr oder weniger in der Endphase, wenn man so will, hier mit der ganzen Geschichte. Und das gegnerische Lager wurde entdeckt. Das ist schon lange Geschichte. Das gegnerische Lager existiert nicht mehr. Ich stehe ja auch schon beide zerstört. Ja, das kam auch sehr überraschend. Wir erinnern uns. Ich war hier noch voll in der Planung. Auf einmal, tup, oh, das war's. Sehr schön. So. Wir haben, glaube ich, jetzt auch alles aufgedeckt. Ja gut, jetzt hier hinten natürlich nicht, da ist aber auch mehr. Ja, wir sind ja hier auf einer Insel. Auf einer der vielen Inseln von Pagonia. Und die haben wir hier komplett aufgedeckt. Wir haben nur noch nicht alles eingenommen. Also ja, diese Grenzsteine, die sind noch nicht hundertprozentig versetzt. Aber die Insel selber. Da gibt es nichts Neues mehr zu entdecken. So, das ist das Schiff, mit dem wir angekommen sind, die Venture, Tourer oder wie auch immer, Venture. Das können wir auch mal anklicken, haben wir da eigentlich schon mal gemacht. Das ist eigentlich der Startpunkt, ne? Damit geht es mal los. Venture. Deine Pioniere kamen mit diesem Boot an. Sie haben genug Ressourcen dabei, um deine Wirtschaft aufzubauen. Ja, immer so ein Grundstock an Siedlern, die hier halt auf diesem Boot oder diesem Schiff, Segelschiff in dem Sinne, halt ihren Startpunkt haben, ihr erstes Zuhause haben, wenn man so will, mit einem gewissen Grundstock an entsprechenden Materialien. Ein paar sind sogar noch da. Irgendwie Stoff haben wir irgendwie kaum verbraucht. Bergstein interessanterweise ist auch noch einiges. Kann natürlich auch sein, dass hier das noch zum Teilweise vielleicht als Lager benutzt wird. Das kann ich jetzt gar nicht mal sagen. Ja, 500 von 500. Respekt. Damit geht's immer los. Los geht's damit immer. Und ja, alles andere haben wir schon so ein bisschen kennengelernt hier. Ne, die verschiedenen Gebäude. Sägewerk, da gibt es ja auch was Neues zu entdecken. Sägewerkarbeiter produzieren Nadelholzbalken für Baustellen und Laubholzbretter für die Herstellung von Werkzeugen und Waffen. Ja, insofern also diese beiden verschiedenen Holztypen haben beide ihre Berechtigung. Und ja, man kann hier noch dann entsprechend Feuerholz sammeln, sowohl aus Laubholzstamm oder aus Nadelholzstamm. Da wir aber da noch andere Quellen dafür haben, habe ich das, glaube ich, bis jetzt noch nie benötigt oder zumindest im Augenblick noch nicht. Und ja, hier wird halt entsprechend eifrig gearbeitet. Rüstungsschmiede kennen wir schon. Die stellt natürlich Schilde und Rüstungen her. Vorzugsweise halt Dinge aus Eisen, logischerweise. So, genau wie die Waffenschmiede, wobei die da etwas flexibler ist. Die macht auch Dinge aus Kupfer, nicht nur aus Eisen. Und auch Silber, wohlgemerkt. Ja, diesen Silberdegen, den habe ich bis jetzt auch noch nicht benötigt, wenn ich nicht ganz falsch liege. Es kann sein, vielleicht bei einer dieser Aufgaben, die wir hier zu bewältigen hatten, dass hier so ein Ort, ne, also mit dem wir dann befreundet sind, oder und mit dem wir gerade dabei sind, uns anzufreunden, dass die das dann entsprechend benötigen. Was ist denn hier los? Minus 20? Warum? Brauche ich dafür zu viel Zeit oder so? Neutral. Kann natürlich sein, dass da, weil normalerweise sind die so auf 50%, sind da auf einmal minus 20. Da habe ich jetzt auch noch nicht so drauf geachtet. Wir haben doch hier den. Wo ist denn der Handelsposten? Den habe ich doch letztens noch entdeckt in der letzten Folge. Nein. Auch nicht. Münzbrigerei. Ah, da. Handelsposten, was ist da los? Ich habe sicher das Fähnchen. Keine Ahnung. Ach, du ahnst es nicht. Handelsträger. Ach du je. Pff,
Schneiderei. Nutzträger, wo kriege ich die jetzt? Weberei. Oh, wow. Ja, das ist erklärt. Das ist aber übelst. Steinmetz. Ach, du ahnst es nicht. Jetzt habe ich den Handelsposten wieder vor. Werkzeug, Gildehaus, Rucksack. Habe ich Rucksäcke? Ja, Gildehaus, Handelsträger. Aber sofort. Wo sind die? Da. Ich gehe mal direkt auf 10. Habe ich noch. Ich habe, wie viele Rucksäcke hatte ich, als ich, bevor ich hier angefangen habe? 7. Nee. Ich glaube, 7 habe ich. Ne? Ich mach mal noch 3 Rucksäcke. Schneiderei, Rucksack. Da. 1, 2, 3. Na komm, wir machen direkt 5, egal. So. Oh mein Gott. Das ist aber jetzt. Holy moly. Personal ist auf dem Weg, das ist cool. Alle Segmente 12. Uiuiui. Bau den Handel auf und hab keine Leute dafür. Das ist typisch Namdos. Was passiert mir immer mal wieder? So, da kommen die Leute. Ja, kommt mal ein bisschen schneller hier. Die machen hier, wir gehen hier spazieren oder was? Ihr habt da Aufgaben zu erfüllen. Ein bisschen hurtig. Die Herrschaften. Darf's vielleicht ein bisschen Kaffee, Tee und Gebäck sein? Kann ich euch irgendwas Gutes tun? Ich meine, gut, er scheint schon etwas älter zu sein. Der kann nicht mehr so schnell. Aber die anderen hier, die machen auch einen relativ frischen Eindruck. Ich darf das sagen mit dem Älterwerden, ich bin selber alt. Jetzt aber mal hurtig. Ihr habt da noch weite Wege vor euch. Wo ist er denn jetzt wieder? Da. Handelsposten. Die Leute hier nebenan, die sind ungehalten, aber sowas von. Wir stehen da kurz vorm Kollaps. Wir gehen da mal so ein bisschen hier lang. Ist ja auch gerade so schönes Wetter. Das können wir doch mal mitnehmen bei der Gelegenheit. Ich könnte da eine Priorisierung drauf setzen. Ich weiß nur nicht, ob das irgendwie Sinn macht. Weil jetzt ist es eh zu spät. Aber von wegen Wagentransport oder so, dass der dann vielleicht ein bisschen bevorzugt wird. Ich habe keine Ahnung. Okay, die Rekrutierung ist abgeschlossen. Das ist schon mal cool. Die ersten Leute trudeln auch hier mal so langsam ein. Wie wäre das denn? Ich drehe das Ganze mal, damit wir hier was sehen. So, zum Glück sind ein paar von den Äxten da schon mal vorhanden. Die wollen dann wahrscheinlich hier hin, ne? Genau, zum Handelszentrum. Ich behalte das mal ein bisschen im Auge. Schade, ich habe das schon ein paar Mal ja gesagt, schade, dass man die Fenster hier nicht verschieben kann. Dann könnte man jetzt sehen, wie sich das hier da unten entsprechend weiterentwickelt. Aber ich warte einfach mal, ob so der erste Kollege da den Weg dahin gefunden hat. Hey, aber jetzt hier. Hey. Also diese Aufgabe hier, also diese Geschichte hier mit dieser Insel, so ein paar Punkte, die so ein bisschen, weiß ich nicht, war so Haarscharf am Scheitern vorbei oder so. Ja komm, geh da rein. Wie? Was ist das? Ach, der will. Ach, ja, Handelsposten zu Handelsposten. Gut, macht Sinn. Macht durchaus Sinn, ist richtig. Vielleicht liegt das ab, damit die wissen, dass wir sie nicht vergessen haben. So, da kommen die ersten 3 Äxte an und. Ah, es macht sich hier direkt positiv bemerkbar. Immerhin. Ich hoffe, wir kriegen das hier noch gewuppt. Münzbrigerei, da Handelsposten. Bla. Mhm.
Wo bleiben denn die Äxte? Was ist hier los? Ich müsste hier von Äxten nur so wimmeln. Muss man so ausdrücken. Ich habe doch genug davon. Werkzeug. Ja, Äxte, 17. Reserviert 17, ja, verfügbar 0. Hä? Ein paar Sachen verstehe ich nicht. Waffenschmiede? Nein, ich brauche die Werkzeugschmiede. Abenteuergilde, sind die anderen alle in Gebrauch? Das würde. Aber warum tauchen die dann hier als verfügbar auf oder beziehungsweise überhaupt als vorhanden oder so? Das ist ein bisschen irritierend. Werkzeugschmiede, Äxte. Zap. Sieh zu. Sind noch andere Sachen in Arbeit? Auch hier Priorisierung drauf. Nee. Doch. Die Zangen. Die haben jetzt erstmal Pause. Ich brauche Äxte. Und zwar zack, zack. So, war das hier mit der Wohnung? Minus 15. Wahrscheinlich mehr Leute als immer noch mehr Leute als Arbeiter. Quatsch. Bin unkonzentriert. Immer noch mehr Leute als Wohnungen. Ja. Alles klar. Jo, dann ist das so. So, was ist hier los? Achso, kein Personal. Ich entsinne mich, wir hatten doch da Probleme. hier ist das Barriere, das Baustellencamp. Da kann die Priorisierung jetzt aber weg. Das entsteht ja. Eieieiei. Was ist hier los? Baumaterial fehlt. Da klemmt es am Eisen. Hilfe. Ich brauche erstmal die Äxte. Also mit den, das andere muss jetzt erstmal warten. Ja, ärgerlich. Sehr ärgerlich. So, wo sind wir? Wir sind bei 40%. Besser als nichts. Vier von 12. Warum passiert da noch nichts? Habe ich da den Weg noch nicht gebaut? Wahrscheinlich. Ach, ich komme da immer noch nicht hin. Das macht mal hinne. Jetzt 10.000. Wachtürme und hast du nicht gesehen? Und ja. Gut, da sind 10 Träger. Wo hat er seinen Fokuspunkt? Nee, Moment, das ist gar nicht. Das ist die Patrouille. Den Fokuspunkt, der steht schon so weit ganz gut. Könnte versuchen, den. Geht das dahin? Nee, das geht natürlich nicht. Dann bleibt er da. Moment. Ja, die anderen Wachtürme, die sind natürlich zu weit weg, ja. Das habe ich mir gedacht. Was ist hier los? Kohletage, Dingenskirchen, hast du nicht gesehen? Keine Spitzhacken. Ja, ich bin der König der Planung. Das läuft ja alles prima. Kann ich die Rüstungsschmiede nicht kurz umbauen oder mit anderen Aufträgen beglücken? Die sind da gerade irgendwie, die haben nichts zu tun. Mann. Gilde, Werkzeugschmiede. Wie weit seid ihr? Das ist alles auf Null? Ist schon spät. Hatte ich nicht die Äxte auf? Ach, da, acht. Muss schon sagen. Zwei gemacht.
vor lauter Panik die 8 als 0 gesehen. Er ist jetzt auch nicht der Schnellste, ne? Also muss man schon sagen. Er macht ja da die ganze Zeit. So, na gut, Eisen kriegt er geliefert, Holz kriegt er geliefert. Es wird gewerkelt, wie man sieht. Warte mal, ich mach mal hier die UI weg, dann sieht man besser. Na gut, mein Schädel will ich jetzt nicht unbedingt ausblenden. Ich glaube, so geht's. Na, es wird eifrig gewerkelt. Da wird der Hammer geschwungen, aber hallo. Ressourcen werden gebracht, das ist sehr, sehr gut. So, ja, sehr schön. Material da wird abgekühlt. Was hat er jetzt vor? Ah, die Axt ist fertig. Cool. Und eine weitere Axt, die zur Auslieferung bereitgelegt wird. Ja. Boah, geht. Sie sind jetzt nicht die schnellsten. Gebe ich zu. Aber sie machen ihren Job. Mehr kann man nicht erwarten. Was ist hier was? Okay. Ich muss mal eben an. Was kriegen die da alles geliefert? Ist das angezeigt? Normalerweise müsste doch die. Ach, Kupfer. Kupfer, Eisen und irgendwie Holz brauchen die auch, ne? Aber das wird irgendwie nicht angezeigt. Okay, wahrscheinlich abhängig von den Aufträgen, die sie bekommen. Würde Sinn machen. Nun gut. So. Ja, die brauchen schon so ihre Zeit, bis die mal so eine Axt fertig haben. Ich meine, klar, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Das braucht alles so, ne, seine Zeit, ganz klar. Gut. 55. Läuft auch hier. Ja, man sieht es jetzt 7 von 12 immerhin. Und ich habe immer noch das Problem mit dem Teil da hinten. Und dann nicht so wirklich die Lösung für so auf die Schnelle. Wo war es denn jetzt? Warte, ich mach das mal so. Ich gucke nämlich gerade in die verkehrte Richtung. Das war dieser mysteriöse Ort, den ich verzweifelt versuche zu erreichen. Überlege starker einen Wachturm hinzusetzen. Einfach mit der Idee, dass es dann vielleicht ein bisschen schneller geht, wenn ich noch weitere Leute da bereitstelle. Problem, wie komme ich da, kriege ich da einen Weg hin? Na, hier sieht das alles ziemlich, ziemlich zerbaut aus, aber hier. Ich setze da mal einen neuen Wachturm hin. Ja, die Idee an sich ist nicht verkehrt. Abgesehen davon muss ich sowieso da irgendwie rankommen. Ja, da sind die Kollegen im Weg. Ich schau mal, was man da machen kann. Einen Moment mal. Und den würde ich ganz gerne hier so hinsetzen. Und ja, Weg. Geht doch besser als gedacht. Das sah erst etwas komplizierter aus. So, Wachturm ist im Auftrag gegeben. Worden. Dann, ich brauche natürlich dann auch Leute dafür, aber das ist nicht das Problem. Ich habe hier einen Wachturm, der quasi nicht mehr benötigt wird.
habe ich freie Wachen. Also die kann ich hier schon mal, nee, die kann ich hier schon mal abziehen. Die brauche ich nicht mehr, die Leute. Den Wachturm selber brauche ich auch nicht mehr. So. Der hat seine Pflicht und Schuldigkeit getan. Ich habe hier drei Wachen und drei Veteranenwachen. Nach summa summarum 6. Ich brauche aber maximal 10 Leute. Wie sieht es hier aus? Da gebe ich dann auf 8. Die reicht vollkommen. Also ich komme jetzt hier mit den einfach bewaffneten Wachen komme ich vollkommen aus in der Situation jetzt. Dann würde ich die nämlich ganz gerne was jetzt hier dann entsprechend einsetzen, die Leuchten. Und den Fokuspunkt könnte ich dann auch direkt, ich mache das mal hier so, hier hinsetzen, damit wir da mal langsam vorankommen. Das wäre sehr schön. So, nur ganz kurz nochmal geguckt, ganz kurz immer bei mir alles. Waffen? Nein, Schwert zum Schmiede suche ich. Wo ist denn jetzt zum Schmiede? Da. Noch 2 Äxte. Und dann ist er fertig. Okay, hoffe ich. Ja, es wird. Es ist hier und da noch so ein bisschen, also wir haben noch so ein paar Ecken und Kanten. Das ist noch nicht so hundertprozentig optimal, aber es wird. Wir kommen so langsam aber sicher dahin, wo wir hinwollen. Ich sehe auch gerade, ne, liefere Waren. Da fehlen jetzt noch, fehlen noch eine Axt von den 12, die wir brauchen. Freundschaftlich sind wir bei 75% angekommen, immerhin. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch immer alles, alles Gute. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Brauche ich sehr, dass ihr mir hier entsprechend helft und mich hier unterstützt. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Bis bald.